Hallo Leute, willkommen zurück zu dem Weihnachtsspecial von The Zane Zero. Wir sind immer noch bei Kirby's Fun Pack und weiß noch nicht, was nehmen wir jetzt? Nehmen wir das Offensive oder das. Wir gehen zu dem netten, lustigen Vogel. New Game. No. Wo war das? Hier, no. No, I don't want to. Let's go. Gut, ich habe meine Tasten jetzt wieder aufs Original zurückgestellt und komme damit auch ein bisschen besser klar. Jetzt habe ich Springen, wo ich Springen brauche. Gib Gas, Kleiner. Und wir haben den Parasaur. Go Kirby, go Kirby, go Kirby! Go Kirby! Ich glaube, mit dem Schild, mit dem Ding kann ich auch wie mit einem Schild die Sachen abwehren. Running, keep running, running and running, running and running, running. Ich frage mich sowieso ganz ehrlich gerade, wozu ein Weihnachtsspecial? Ich meine, ihr werdet sicher an Weihnachten was Besseres zu tun haben, als YouTube-Videos zu gucken. Denke ich mal. Aber egal, Weihnachtsspecial muss sein, es ist Weihnachten. Jesus Birthday, zum, keine Ahnung, wievielten Mal. 2010. laut offizieller Zeitrechnung, aber an die. Scheiße, verkürzt. An die glaubt ja eh kein Schwein. Gut, ich brauch dich jetzt wieder. Muss dich einsaugen. Sehr schön, gut, dann geht's da jetzt auch. Dann geht's jetzt bitte hoch. Parasol. Also der Dash-Angriff ist generell schon mal äußerst cool. Aber ja, wir kommen da schon durch. Sword. I don't need a sword. Das wäre ein Safe gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Okay, dann geht's jetzt weiter. Ich dachte eigentlich, hier geht's durch, aber. Okay, das ist wieder gute Mucke, anders als im letzten Video gegen Ende. So klassische Kirby-Mucke. Da wäre ein Crash gewesen. Aber ich will mir jetzt keinen Crash holen. Auf, auf, weiter geht's. Essen, essen, essen. Wieso sollte ich so viel Essen brauchen? So, krieg ich jetzt auch nicht auf die Mütze hier. Ich sollte dringend aufhören zu singen. Ah, schon wieder ein Crash und ich habe ihn kaputt gemacht. Egal. Runter. Bossfight. Der Cook. Oh, den Cook muss ich einsaugen danach. Produzier dich mal und saug schnell den Koch ein. Cook ist genauso ein Finisher wie Mike etc. Aber für Bossfights eher unbrauchbar. Ah, okay. Nicht ganz so krass weit, aber es geht. Dann ist das erste Stage geschafft. Das erste Stage. Die erste Stage haben wir geschafft. Ein Up! Okay. Gut, weiter geht's. Auf geht's in die nächste Stage. Hau rein, Kleiner. Wir lassen jetzt mal hier so ein paar Teile aus. Weil ich noch den Cook auf der Attack-Button habe. Und den würde ich mir eigentlich noch aufheben. Wir gehen auch mal nicht da rein, sondern wir gehen einfach mal weiter. Wow. Da schmeißt einer mit Bomben um sich. Ja, mein armer Helfer, den kann ich gerade nicht helfen. Ich höre nicht auf zu fliegen. Ah, jetzt. Ja, Moment, ich hänge.
Ah, jetzt ist das Hängen auch wieder weg. Wir können weitermachen. So, jetzt habe ich den Guck mal aktiviert, damit ihr mal seht, wie es aussieht, weil nutzt mir eh nicht viel gerade in dem Level. Wenn ich kann nicht die ganze Zeit rumlaufen, ohne was kaputt zu machen. Nehmen wir einen Cutter. Ja, komm schneller, ich will was sehen. Die klassische Super Smash Bros. Attacke. Pop, 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 hoch. Das ist ein Sidescroll-Level. Das mag ich ja besonders gerne. Da habe ich sozusagen zum Fressen gern Sidescroll-Level. Und auf geht's. Wir sind aus dem Bildschirm rausgeflogen. Sind wir tot? Ich denke nicht. Es geht weiter. Oh, du hast mich abgewählt. Na gut, nimm ich den Magier. Hepp, hepp, hepp. Und weiter. Ich will endlich mal einen Zwischenboss hier. Im anderen hatten wir ja lauter Zwischenbosse. Warum kriege ich denn jetzt keinen? Komm, Sprint an. Ah, mein Zauberer. Ich will den Zauberer behalten. Aber das Rad ist eigentlich viel cooler. Dö-dö-dö. Kann ich einfach durchfahren, killt alles, und ich kann zugucken. Das Rad ist schon ein bisschen overpowered, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Allerdings nicht im Bossfights. Obwohl, doch, es geht. Muss nur. Den Hammer brauche ich nicht. Weiter geht's, weiter geht's. Das war jetzt mal ein Zwischenboss, geht doch. Ja, hätten wir den Hammer mitgenommen, hätten wir da jetzt bestimmt irgendein Goodie freischalten können. Aber wir brauchen schon Goodies. Ah. Oh. Verbipscht. Egal. Gut, weiter geht's. Wieder ein Level geschafft. Unser Kirby Weihnachtsspecial geht weiter, geht weiter. Wer ist denn eh? Und warum verfolgt er mich? Wer ist denn eh? Ah, Plasma! Plasma ist cool. Wie war das? Zack, 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 zack. Plasma Power. Warten. Wir müssen nicht speichern. Wir schaffen es auch ohne Speichern. Gehen wir zuerst durch den Weg. Ein Windlevel. Zack, 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 zack. Geben wir doch mal meinen Kleinen hier. Plasma, ich kann damit gerade nicht umgehen. Okay, das ist ein Problem. Ich habe nämlich kein Leben. Verdammt. Failed. Egal. Weiter geht's. Aua. Aua, 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 was soll denn das? Lass mich doch mal in Ruhe. Weiter, weiter, weiter geht's. Auf, auf, auf. Das will ich jetzt noch schaffen in meiner Aufnahme, das Level. Machen wir mal hier unseren Freund. Auf geht's. Ui. Rutschen wir runter. Ah, scheiße. Jetzt habe ich den coolen Typ mit dem Jojo gekillt, aus Versehen. Hier,
einen Helper und wir nehmen den Jojo, Fritz. Jo! Der hat nämlich so einen coolen Dash. Das ist eine Fliegesequenz, aber ist alles easy easy eigentlich. Also es ist schon fast peinlich, dass ich vorhin gestorben bin. Egal. KP. Kann passieren. Ach komm, ich muss Rocky doch gar nicht füttern. Der hat doch noch genügend Life hier im Gegensatz zu mir. Und runter, komm. Ein Level schaffen wir jetzt auf jeden Fall noch. Hui. Und weiter. Und nochmal, komm. Und flieg. Okay, das hat nicht funktioniert. Lauf. Lauf, Kleiner, lauf. Dum-dum-dum-dum. Und ein Star. Und los. Naja, den kenne ich eigentlich auch schneller. Gib mal ein bisschen Gas hier. Sehr schön. Ausbildung raus. Wer auch immer ich das gemacht habe. Ich sollte nicht vergessen zu blocken die ganze Zeit. So, du bist jetzt Jojo und ich pack mir die Leiche von dem Suplex. Ja, aber ich glaube, auch damit kann ich keinen Boss killen. Egal. Und es gibt wieder ein Leben, glaube ich. Aber nachdem ich vorhin eins verbraucht habe, schaltet es gar nicht. Nee, es gibt drei. Ich bin über die Hand drüber. Heyo! Yay! Gut. Das Level dauert auf jeden Fall länger als Spring Breeze. Und mein Anime ist weggegangen. Oder was auch immer das ist. Deswegen beende ich die Aufnahme an der Stelle. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Euer Zane Zero.